überall Minen. Ich gehe voraus. Bleiben Sie zurück, okay? Der Radar funktioniert nicht. Wir können sie so nicht entdecken. Ich erledige das. Woher wussten Sie, wo die Minen sind? Es klingt seltsam, aber als Mantis in meine Gedanken eindrang, konnte ich sehen, wo die Minen waren. Beeindruckt? Naja, ein bisschen. Nur ein bisschen. Meryl! Was ist los? Meryl, look down! Meryl! Snake, lassen Sie mich! Retten Sie sich! Meryl! Ich bin wohl doch ein Grünschnabel. Meryl, die wollen mich! Das weiß ich auch. Das ist der älteste Trick der Welt. Der Scharfschütze verwendet mich als Köder. Verdammt! Erschießen Sie mich! Nein! Meine Pistole, ich komme nicht dran! Nicht bewegen! Ich hab's versprochen. Ich werde sie nicht behindern. Ich kann noch helfen. Ich will ihnen helfen. Ruhig jetzt. Sparen Sie Ihre Kraft. Zu dumm von mir. Ich wollte Soldatin sein. Aber Krieg ist hässlich. Da ist nichts Heldenhaftes dran. Snake, bitte, retten Sie sich. Leben Sie und glauben Sie an die Menschen. Vergessen Sie mich nicht. Gehen Sie schon. Meryl, Mist. Snake, es ist eine Falle. Typischer Scharfschützentrick. Der Scharfschütze wartet, bis Sie ihr helfen, dann erledigt er Sie. Tun Sie es nicht. Es muss Sniper Wolf sein. Foxhounds bester Killer. Scharfschützen arbeiten gewöhnlich zu zweit, aber Sie nicht. Ich kenne sie. Sie kann Stunden, Tage oder Wochen warten. Es ist ihr egal. Sie beobachtet und wartet auf ihre Chance. Vielleicht, aber Meryl kann nicht so lange warten. Snake, können Sie Wolf von Ihrer Position aus sehen? Zwischen hier und dem Turm gibt es kein Versteck. Sie muss im zweiten Stock im Turm sein. Wenn sie im Sendeturm ist, haben sie Probleme. Eine perfekte Scharfschützenposition. Auf diese Distanz können sie sie mit normalen Waffen nicht treffen. Sie brauchen ein Scharfschützengewehr. Colonel, keine Sorge. Ich werde Meryl retten, egal wie. Okay, danke. Was ist los, Naomi? Nichts. Ich wundere mich bloß, dass sie willig sind, sich aufzuopfern. Sie haben die Gene eines Soldaten, nicht die eines Retters. Wollen Sie damit sagen, ich will nur meine eigene Haut retten? So weit gehe ich nicht, aber... Meine Gene interessieren mich nicht. Ich folge nur meinem Instinkt. Wie ein Tier. Ich werde Meryl retten. Ich brauche keinen Grund. Okay. Ich tue es nicht für jemand anderen. Ich rette sie, weil ich es will. Keine Sorge, Colonel. Danke, Snake. Verstehe schon. Tut mir leid.